Bei seinen Abschweifungen merkt Sousa, dass er Glück hat, denn er besitzt noch ein Gedächtnis. Im Gegensatz zu den Militechnern, die menschliche Fähigkeiten schon verloren haben. Wenn ich nicht arbeiten gehe, muss ich in der Stadt bleiben. Es ist zu heiß. Die klimatisierten Unterkünfte sind überfüllt. Dort werde ich mich nicht den ganzen Tag herumdrücken. Ein Glück, dass ich kein Jackett mitgenommen habe. Ich entscheide mich schließlich für das Amt. Ich bin schon viel zu spät dran. Was mich nicht weiter beunruhigt. Am Schalter nenne ich Namen, Nummer, Matrikel, Lohnsteuer, Gemeindesteuer und Versicherungsnummer sowie meine Abteilung. Das gelbe Licht geht an. Also eine halbe Stunde Verspätung. Ich weiß nicht, welche Strafe mich erwartet. Ich habe nie in das Handbuch geschaut. Ich habe es nicht gelesen, es interessiert mich nicht. Alle wissen, dass unsere Aufgaben und Pflichten darin festgelegt sind. Aber keine Rechte. Warum so spät, Herr Sousa? Man konnte kaum laufen, es war viel Sicherheitspolizei auf der Straße. Die Leute kamen nur mühsam vorwärts. Wann werden Sie lernen, rechtzeitig aus dem Haus zu gehen? Na ja, wie wäre es mit einem Abzug auf dem Gehaltszettel? Keinen freien Samstag und Sonntag oder einen Tag Urlaub weniger? Da kann ich nichts machen, Dr. Alvaro. Ja eben, aber ich... Wenn es in diesem Land doch nur mehr Verantwortungsbewusstsein gäbe, mehr Pflichtbewusstsein und Rücksicht auf das Gemeinwohl. Er redet weiter, ich gehe an meinen Tisch, wie ein Schüler, den man ausgeschimpft hat. Verärgert, denn ich habe in all diesen Jahren weder gefehlt, noch bin ich zu spät gekommen. Da soll ich mir nun Gedanken machen? Ich bin nur beunruhigt wegen der Vertiefung in meiner Hand. Jetzt ist sie ganz rot. Sie scheint größer zu sein. Mein Gott, habe ich vielleicht rasant fortschreitenden Krebs? Die ganze Arbeit auf dem Tisch. Unendlich lange Streifen aus gelbem Papier. Zahlenkolonnen, die ich abstimmen soll. Papiere, die aus dem Computer kommen. Wir müssen sie durchsehen. Seit 12 Jahren hat keiner von uns, wirklich kein einziger, einen Fehler, eine Unvollkommenheit, einen Ausrutscher, ein Versagen festgestellt. Das beunruhigt mich, diese nicht genutzte tote Zeit. Der Mensch kann sein Leben doch nicht damit verbringen, auf Blätter voller Zahlen zu sehen. Soll ich mich nun bei diesen Überprüfungen engagieren? Einen Teil meiner Zeit nutze ich, um zu beobachten, was so in der Nachbarschaft geschieht. Das Fenster ist neben mir. Wahrscheinlich beobachten Sie mich auch von dort. Jemand, der mich gelangweilt betrachtet und dabei überlegt, nun sehe ich diesen Mann da schon so lange hinter seinem Fenster sitzen. Wenn er einmal nicht mehr dort ist, wird er mir fehlen. Ich habe mich an ihn gewöhnt. Ich weiß von seiner Arbeit, kenne seine Gewohnheiten. Wann er kommt, wann er geht. Bevor er sich setzt, zieht er sein Jackett aus und hängt es sorgfältig über die Stuhllehne. Er steckt sich eine Zigarette an, die erste von zwei, die er am Tag raucht. Er streckt sich, streicht sich über die Brust und rückt sich zurecht. Aber er sieht nicht gleich auf seinen Schreibtisch. Erst blickt er nach draußen. Ich sehe, wie sein Blick umherschweift. Das Zentrum ist alt, die Innenhöfe sind schmutzig, grau, voller Müll. Die Dächer voller Papier, Plaste, Glasflaschen, verdrecktem Glas und Kisten. Die Schornsteine der Imbissstuben stoßen fettigen Rauch aus. Verpackungsmaterial, Flaschen. Einen guten Teil seiner Zeit lässt dieser Mann seinen Blick wandern und hält bei jedem Gegenstand inne. Immer dieselben Dinge seit so langer Zeit. Was sollte sich hier schon ändern? Eines Tages sah er einen Mann wie einen Verzweifelten mit den Händen an der Kehle herauslaufen. Voller Entsetzen hielt er vor einer Mauer inne. Hinter dieser Mauer lag ein Hof mit schwarz gewordenen Steinplatten. Der Mann wollte springen und fiel. Er zuckte wie in einem epileptischen Anfall. Dann lag er still. Niemand kam.
Abends war die Leiche immer noch da. Und auch am nächsten Morgen. Von hier oben sahen wir mit fragendem Blick hinunter. Der Tag ging zu Ende. Die Leiche lag immer noch dort. Ich machte mir Sorgen wegen der Verwesung und des Gestanks. Es sah so aus, als machte sich der Mann vom Gegenüber auch Sorgen, denn er blickte immer wieder unruhig zum Fenster hinaus. Am späten Nachmittag verschwand er. Ich dachte, er sei vielleicht hinuntergegangen, um etwas zu erfahren. In der Annahme, ich könnte ihn treffen, ging auch ich hinunter, obwohl ich sein Gesicht nicht kenne. Hinter dem Fenster kann ich nur eine Silhouette ausmachen, nichts eindeutig Umrissenes. Auf der Straße kam ich mir etwas verloren vor, denn es war nicht leicht herauszufinden, aus welchem Gebäude der Mann mit dem Abfall herausgestürzt war. Es gab dort Zahnärzte, Büros, Imbissstuben, ob er aus einer Imbissstube gekommen war. Schon möglich. Für diese hier hatte ich aber keinen Erlaubnisschein. Ich gehe immer in eine andere. Sie würden mich nicht hineinlassen, auch wenn ich sie darum bete. Ich muss auf die Toilette, es eilt. Auch wenn ich flehen und weinen würde oder mir in die Hose machte. Wenn es so eilt, gehen Sie doch zum vorgesehenen Posten, würden Sie sagen. Hier ist es unmöglich. Zugang haben nur unsere Kunden, eine bestimmte Anzahl von Personen pro Tag. Die vorgesehenen Posten sind umgebaute ehemalige öffentliche Bedürfnisanstalten, voll von raffinierten Apparaturen. Die Posten sind verstreut, die meisten stehen im vergessenen Zentrum von Sao Paulo. Sie sind wie ein exklusiver englischer Privatclub eingerichtet. Saubere WC-Tassen, Seife, Heißluft, um Gesicht und Hände zu trocknen, frischer Windhauch, Hocker zum Ausruhen, eine Maschine, die Bügelfalten in Hosen dämpft. Die Posten bieten den Komfort, du lieferst den Urin. Um sie benutzen zu können, man muss sich einer rigorosen ärztlichen Untersuchung mit ausführlichen Nieren- und Blasentests unterziehen. Bei guter Gesundheit erhält dann der privilegierte Bürger die Karte zum Gebrauch für den vorgesehenen Posten. Die KGVP. Das ist ja vielleicht ein scheußliches Wort. Dein Urin wird kommerzialisiert. Da Wassermangel herrscht, wird die gesunde Pisse in einem Zentralbecken gesammelt und geht von dort zum Recycling. Sie wird gemischt, chemisch behandelt, gefiltert, gereinigt, verfeinert und verwandelt. Der Urin kehrt weiß, rein, geruchlos und sterilisiert zurück. Es heißt, er sei trinkbar. Ich für meinen Teil werde ihn nicht probieren. Meine eigene Pisse nicht und schon gar nicht die der anderen. Aber die vorgesehenen Posten haben nur ein begrenztes Fassungsvermögen, daher auch die sorgfältige Auswahl und das gute Klima in diesen Luxustoiletten für feine Leute. Wer keine Erlaubnis hat, die vorgesehenen zu benutzen oder nicht Schlange stehen will, schlägt das Wasser irgendwo ab, wo er gerade kann. Deshalb stinken bestimmte Straßen so. Ja, und erst mal die Treppen. Wenn es gar keinen Ausweg mehr gibt, muss man sich im äußersten Fall in die kleine Schlange für den Geschlechtssichtschutz, den GSS, einreihen. Das sind kleine Mauern, man steht halb bedeckt mit dem Gesicht zur Straße. Alle können einen sehen, während man sein Bedürfnis verrichtet. Warum geniert sich der Mensch, wenn er in Gemeinschaft uriniert? Die GSS sind eine Zumutung, weil sie den Urin gratis aufnehmen und an die Privilegierten verteilen. Ich sagte, ich werde nie diesen zum Wasser aufbereiteten Urin zu mir nehmen. Aber wer kann mir denn versichern, dass ich ihn nicht schon längst zu Hause auf der Straße und in den Imbissstuben bekomme? Wenn es in diesem Land irgendetwas gibt, woran niemand glaubt, etwas, was absolut nichts gilt, dann sind es die Worte des Systems. Mein Neffe, der Militechner, hat mir das erzählt. Alle glauben, dass die überschüssige aufbereitete Flüssigkeit in die Reserven der populopastolischen Zonen geleitet wird, wo die größten Bevölkerungsdichten herrschen. Nein, nein, nicht durcheinanderbringen, das hat nichts mit den ärmsten Lagern zu tun. Die liegen noch etwas weiter weg, jenseits der erlaubten offiziellen Kreise.
Das Volk aus den Lagern wurde daran gehindert, sie zu betreten, als der Präfekt eines Tages beschloss, Sao Paulo muss aufhören zu wachsen. Also wird ein Teil dieses Pinkelwassers wohl für die Bevölkerung dieser Zonen verwendet. Der Rest geht in die Reservoirs. Der Minister für Wasser erklärte, dass unsere Reserven im Notfall 6 Monate reichen. Mein Neffe hat mir jedoch bestätigt, dass wir Wasser nach Chile verkaufen, und zwar zu einem Zehntel des Preises, den wir bezahlen. Für uns steigt der Preis pro Fass ständig, und zwar ohne Grund. Man möchte, dass wir sparen, damit keine Rationierung eingeführt werden muss. Aber was sind denn die Marken anderes als Rationierung? Schwer zu verstehen. Sie stoßen uns in den Regen hinaus und dann werden sie wütend. Ihr werdet nass zurück. Wenn man dann zurück will, schließen sie die Tür und wir stehen weiter im Regen. In Wahrheit erhalten die Reservoirs nur ein Minimum des Überschusses. Die privilegierten Viertel ergattern alles, was sie nur können. Das hat zwar niemand gesehen, aber es heißt, dass sie sogar überdachte Schwimmbäder haben. Wenn mal einmal ein Notstand eintritt, wird der Jammer groß sein, denn die Tanks sind bestimmt alle leer. Seit einiger Zeit rechnet man mit einem solchen Notstand. Seit einiger Zeit? Ich hatte noch gar nicht in diesem Büro angefangen, als ich schon von den ständigen Warnsignalen hörte, die die Natur ausschickt. Das ist Alarm, sagten die Wissenschaftler. Die wenigen Wissenschaftler, die überlebt hatten und Abwehrkräfte aufzubauen versuchten. Wissenschaftler. Eine unbedeutende Gruppe von Außenseitern in einer nahezu prähistorischen Phase verschloss das Volk das Ohr vor ihren Warnungen. Später erkannte das System die Lage, manipulierte die Zeitungen und das Fernsehen und reagierte voller Ironie. Damals kam der scherzhafte Begriff wissenschaftliche Paranoia auf. Jede Tat wurde als wissenschaftliche Paranoia abgestempelt. Damals ein gewissenhafter, aufgeklärter Wissenschaftler zu sein, war mit der Situation eines Juden in der Nazizeit vergleichbar. Man verfolgte, verfluchte und überging sie. Aber dennoch studierten und redeten die Menschen weiter, wiesen auf Missstände hin und provozierten die öffentliche Meinung. Die meisten Wissenschaftler verloren die bürgerlichen Ehrenrechte. Andere verstummten oder nahmen einen Ruf ins Ausland an. Manche gingen in Pension oder übten eine andere Tätigkeit aus. Viele Institute wurden geschlossen, während eine neue Kaste entstand und alles beherrschte. Die der Mediziner oder fortgeschrittenen Technokraten der neuen Generation. Heute ist uns das Wort Mediziner geläufig, es ist in die Umgangssprache eingegangen. Aber damals wussten wir nicht genau, was es bedeutete. Wir lasen es in der Presse, hörten es im Radio und achteten nicht weiter darauf. Hätten wir die Gefahr doch geahnt. Wie sollten wir uns auch nur vorstellen, dass diese Männer kein normales Gehirn hatten? Das fanden die Wissenschaftler heraus. Ein Grund mehr, warum sie zu Außenseitern wurden. Sie wiesen nach, dass der Organismus der Mediziner eine Metamorphose durchgemacht hatte, die das Gehirn beeinträchtigte. Ein Teil des Gedächtnisses ging dabei verloren. Emotionen wurden ausgeschaltet. Sie wurden zu seelenlosen Robotern. Daher der recht praktische Charakter dieser neuen Zivilisation, wenn wir das überhaupt Zivilisation nennen können, da sie so viel mit Nummern, Berechnungen, Maschinen und Methoden zu tun haben, sind den Militechnern gewisse Eigenschaften völlig abhanden gekommen. Bestimmte Teile des Körpers verkümmern, wenn sie nicht gebraucht werden. Das haben wir nun davon. Selbsterhaltungstrieb, brüderlich, die Fähigkeit, das Schöne oder gute Eigenschaften zu erkennen. Das alles ist gestorben. Dies wurde in einem Bericht offenbart, der in den Vereinigten Staaten erschien. Nordamerikanische Wissenschaftler, auf das Stadium unseres Landes spezialisiert, gelangten zu höchst merkwürdigen Schlussfolgerungen. Ich weiß, dass die totale Kontrolle der Medien verbunden mit der offiziellen Intensivpropaganda
den Verstand der Menschen geschwächt hat. Und zwar so, dass der Notstand, in dem wir leben, jetzt als normal gilt. Unser Gedächtnis ist bewundernswert, denn diese Vergangenheit liegt noch nicht weit zurück. Und wir vergessen. Alles hat sich überstürzt, viel zu schnell. Die sich den Bauch vollschlugen, bewohnen heute abgegrenzte Gebiete und leben dort in Saus und Braus. Sie können sich nicht vermehren, nicht fortbestehen, aber das ist ihnen egal. Sie sind ironischerweise die sogenannten Menschen der heutigen Zeit. Im Laufe der Jahre haben wir uns an alles gewöhnt. Haben etwa die Generationen der 60er oder 70er Jahre sich nicht auch abgefunden, nachgegeben und sogar einen permanenten Ausnahmezustand gewollt? Wenn ich darüber nachdenke, dann schließe ich mich nicht aus. Auch ich bin das Volk. Und vielleicht habe ich sogar eine größere Verantwortung. Schließlich bin ich Professor der Geschichte. Ich habe sogar über die Kritik der Wissenschaftler gelacht. Sie sind verrückt, dachte ich bei mir. So etwas wird nie eintreten. Oder die Menschheit kann gleich von der Bildfläche verschwinden. Jetzt ist mir das klar. Vielleicht verschwindet die Menschheit nicht. Aber unser Volk ist an seine Grenzen gelangt. Angst. Ich lebe mit der Angst. Meine Frau wiederholt das ständig. Aber Adelaide ist anders. Für sie zählt nur ihre Kirche. Sie glaubt an das ewige Leben. Sie denkt an die Erlösung. Jetzt das Leid, später das Paradies. Was hier geschieht, ist nur die Vorbereitung, um vor den Herrn dort oben zu treten. Sie nimmt das Leben, wie es gerade kommt, und findet sich damit ab. Wenn sie will, kann sie die Dinge richtig einschätzen. Immerhin hat sie den Neffen überredet, ins neue Heer einzutreten. Ich bin Professor der Geschichte mit einer Vertiefung in der Hand. Ich sehe das mit einer gewissen Selbstverständlichkeit. Das muss die Auswirkung von etwas sein, nicht aber die Ursache. Und was ist nicht schon alles aufgetaucht? Der Kahlköpfige von heute. Wer hat eine Vorstellung, woher er kam? Die Menschen, die alle ihre Fingernägel verlieren, die an Knochenzerfall leiden, die Blinden oder Zahnlosen. Wenn es wissenschaftliche Nachforschungen gäbe, würden wir die Gründe kennen. Wer will sie schon wissen? Wir wollen bloß überleben. An jenem Tag, als ich auf der Suche nach einem Zugang zum Hof hinunterging, fand ich weder den Hof noch den Mann, der immer hinter dem Fenster saß. Ich kehrte an meinem Schreibtisch zurück und beobachtete weiter. Die Leiche lag dort, bis sie Tage später verfaulte, aber es stieg kein Gestank auf. Anormal? Na und? Eines Morgens war das Skelett verschwunden. An seiner Stelle tauchten glänzende Stücke aus Metall auf. Sie sind bis heute da und verrosten, obwohl das Wetter seit Jahren unverändert trocken ist. Meiner Ansicht nach wird Rost durch Feuchtigkeit hervorgerufen. Es muss einen anderen Grund geben. Diskussionen, sinnlose Überlegungen. Ich schaue durchs Fenster. Ein Mann beobachtet mich. Ich glaube, er sieht zu mir herüber. Er unterbricht seine Arbeit und lehnt sich an die Scheibe. Er betrachtet mich und denkt wohl, seit langem sehe ich diesen Mann. Ich werde ihn vermissen, wenn er eines Tages fortgeht. Ich habe mich so an ihn gewöhnt. Mein Gott, ich fantasiere. Schöne Bescherung.